Er tot. Jetzt du nie erfahren, wo Gold der Apachen ist. Auch Old Shatterhand hat das Gold der Apachen nie bekommen. Der Mörder Center stahl das Testament, in dem Winnetou seinem weißen Bruder, der ihn so oft vom Marterpfahl gerettet hatte, den Schatz im Nugget-Ziel vermachte. Erst die deutschen Filmproduzenten wurden Winnetous Erben. Mitten in der Kinokrise eroberte er ihnen das Publikum zurück und bescherte ihnen die goldene Leinwand. So urdeutsch die Helden Karl Mays auch sind. Der Franzose Pierre Brice und der Amerikaner Lex Barker liehen ihnen am besten Gestalt. Dabei ist der ehemalige Tarzan-Darsteller Lex Barker gar nicht der erste Karl May-Held des deutschen Films. Schon 30 Jahre vor ihm schwamm Fred Raupach als Kara Benemsi in dem Tonfilm Durch die Wüste in den Palast des Abrahim Mamur, um die schöne Senica aus seinem Harem zu befreien. Man wagte damals noch nicht die Konkurrenz mit den Wildwestfilmen der Amerikaner, sondern vertraute sich lieber der Welt des Orients an. Auch in den 50er Jahren wurden zunächst zwei Orientstoffe Karl Mays verfilmt. Der ganz große Erfolg blieb damals aus. Aber im Anschleichen und Überlisten des Gegners, in seinen Schmetterhieben und in seiner Kaltblütigkeit zeigte der Held schon damals die gleiche Meisterschaft. Gleichgültig, mit welcher Waffe gekämpft wird, Kara Benemsi beherrscht das Fechten wie das Boxen oder Schwimmen. Er besiegt selbst den Vater des Säbels. Aber er müsste nicht von Karl May ersonnen worden sein, wenn er nicht edelmütig sofort wieder auf solche Vorteile verzichten würde, um aufs Neue in Gefahr zu geraten. Ob Messer oder Tomahawk, ob Abarim Mamur oder der große Wolf, ob Kara Benemsi oder Old Shatterhand, das Modell ist damals wie heute das gleiche. Produzent Horst Wendland ist erst durch die Lektüre seines Sohnes auf die Karl-May-Idee gekommen. Er selbst hatte die Bücher nie gelesen. In Jugoslawien entdeckte man die ideale Kulisse für den deutschen Western, der im Gegensatz zum amerikanischen und getreu nach Karl May die Indianer viel mehr idealisiert. Die wahren Bösen sind immer die Weißen. Mehr als 10 Männer griffen das Dorf an. Das war der Colonel mit dem Rest seiner Leute. Sie haben alles Leben im Dorf ausgelöscht. Aber ich sehe keine Krieger unter den Toten. Die Männer waren auf Büffeljagd. Götz George spielte in 2 Karl-May-Filmen den jugendlichen Helden. Und, wie man hört, in allen Szenen ohne Double. Ja, das stimmt, weil ich sagte ja schon, ich habe rein sportliche Ambitionen. Und es macht mir natürlich sehr viel Spaß, gerade Szenen zu spielen, wo ich nicht genau weiß, wie gehen sie aus. Fällst du vom Pferd, fällst du nicht vom Pferd, gelingt dir der Sprung oder... das ist irgendwo das, was mich reizt, derartige Filme zu drehen, weil ich... immer wieder merke, ich bin absolut befriedigt, wenn eine wirklich schwere Action-Szene gut im Kasten ist, wie wir sozusagen pflegen beim Film.
Zum Beispiel diese hier. Ging damit ein alter Traum für Gottsgeorge in Erfüllung? Haben Sie als Junge die Bücher von Karl May gelesen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein. Ich habe ganz andere Literatur bevorzugt. Jack London und ich habe Onkel Toms Hütte gelesen. Komischerweise, ich habe mich nie für Karl May interessiert. Und als ich also jetzt vor dieses Problem gestellt worden bin, Karl May zu lesen, weil ich also die Figuren darzustellen hatte, da habe ich mich ein bisschen gescheut, weil ich mir sagte, Karl May hat es also verstanden, doch Millionen von Lesern zu bezaubern. Und wenn ich jetzt einen Karl May-Roman lese und anschließend das Drehbuch in die Hand bekomme, was ja letztlich ein Extrakt des Ganzen ist, ja, was mit Karl May eigentlich wenig zu tun hat, außer die Figuren, die dort beschrieben sind. Da habe ich mir gesagt, er hat es verstanden, die Figuren so edel, so fabelhaft zu beschreiben, dass wenn ich es jetzt lesen würde, ich gar nicht das darstellen könnte, was er eigentlich gewollt hat. Vieles ist für den Film neu erfunden, zum Beispiel dieser Überfall. Und manchmal sind tatsächlich nur die Figuren noch geblieben, die großen Helden und ihre lustigen Begleiter. Mal ein paar richtige Westmänner kennenzulernen. Ihr seid doch Mr. Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Und auch sie sind auswechselbar. Ralph Wolters, im Wilden Westen, Old Shatterhands treuer Schildknappe Sam Hawkins, dient als Hatschi Halef Omar seinem Sidi Karabenemsi nicht minder treu bei der Jagd nach dem gefährlichen Shoot. Wie als kleiner André in Mexiko. Wie war die Verständigung der Schauspieler untereinander? Praktisch spricht euch jeder eine andere Sprache. Das ist ein Problem, aber es lässt sich meistern, weil ich ja vorhin schon sagte, es wird gar kein so hoher künstlerischer Anspruch erhoben. Also ich möchte sagen, es werden keine Feinheiten von einem Schauspieler verlangt. Und für Feinheiten, für Details ist es natürlich wichtig, dass man eine Sprache beherrscht. Verstehen Sie? Und auch ein Übersetzer kann es einem nicht klar machen und sagen, pass mal auf, du, da möchte ich gerne ein bisschen mehr Tragik rein oder da möchte ich ein bisschen mehr Komik rein haben in diese Szene und so. Und deswegen geht es ganz leicht, da wird gesagt, pass mal auf, du machst das jetzt und du machst dieses und du machst das und du kommst von da und so. Das sind eigentlich mehr Positionssachen, die gemacht. Jeder spielt seinen eigenen Stil und da gibt es ja effektiv, was viel schwieriger ist, verschiedenartige Stile, auch in der künstlerischen Auffassung, den jugoslawischen, den schweren, den amerikanischen, den Understatement-Stil, wo man also so alles weglässt, was überflüssig ist, den deutschen Stil, den französischen, nicht? Das sind also Stilarten und das fällt dem Publikum ja, also wie sich also rausgestellt hat, gar nicht auf. Ihr redet von Kindern, die es gar nicht... Wie das bei den Dreharbeiten in der Praxis aussieht, zeigt die folgende dreisprachige Szene aus dem neuen Film Unter Geiern mit Stuart Granger als Old Shorehand. You weren't thinking of using that, were you? No, je regardais simplement. Hey, that's a right pretty little toy you got there. Voulez-vous me le rendre, s'il vous plaît? Where'd you get it? Je l'ai acheté chez un marchand il y a 2 ans. Last time I saw that was in the possession of a friend of mine. Oh, il y a beaucoup de pistolets comme celui-là. Sure. But not with the initials WB. WB stands for William Bond. You're a thief, my friend. Er ist nicht nur ein Dieb, er ist ein Mörder. William Bond ist vor einigen Monaten im Lano verschwunden. Er wird ihn umgebracht haben. Personne ne bouge. Pas de bêtises ou je te fais un trou dans le ventre. Hell no, I wouldn't. Why no one, though? The idea is that you gotta pull the trigger. Es grenzt ans Wunderbare. Aber fast alle deutschen Karl-May-Filme sind bisher Volltreffer, geschäftliche Volltreffer gewesen. 5 wurden seit 1962 gedreht, 3 sind im Augenblick im Atelier, mindestens 3 fest geplant. Auch für Produzenten, die nicht mehr die Goldadern der Apachen anbohren oder den Schatz im Silbersee heben können, gibt es eine Rettung. Sie können anderen Abenteuern nachjagen. 70 Karl-May-Bände sind insgesamt erschienen, auch wenn sie nicht alle von Karl May selber stammen.
Müssen wir mit ebenso vielen Karl-May-Filmen rechnen? Nun, die Wellen im Filmgeschäft kommen und verebben wieder. Aber vielleicht ist Old Shatterhand wirklich ein so langes Leben beschieden wie Tarzan oder dem Grafen von Monte Cristo. Und darf man die Filmwirtschaft dafür schelten? Wenn Winnetou mit brüderlicher Wärme seinen Freund begrüßt, wo sagen sind unsere Freunde? Wenn Sir David Lindsay mit dem Regenschirm ficht, wenn Karabenemsi seine Gegner reihenweise niedermäht oder selber niedergemäht wird, wenn zarte Frauenhände den Herrn des Felsengebirges, demnächst im Schatz der Azteken, gesund pflegen oder den Sieger krönen, dann füllen sich heutzutage die Kinos. Und so mancher Produzent mag mit Sam Hawkins sagen, ich muss schon sagen, es ist der beste Einfall, den ich seit langem hatte.